wie sie ringen darum, sozusagen ihre persönliche Freiheit in irgendeiner Form verteidigen zu können, wie sie sich das alles erkämpfen und erstreiten müssen, ihr Glück, ihr kleines Glück. Mein Name ist Cilly Drechsel. Ich inszeniere gerade das 8. Leben für Brilka von Nino Haratischvili. Das ist ein 1300 Seiten starker Roman, der über viele Generationen der Familie Dschashi spielt. Der Schauplatz ist Georgien, das ist eine georgische Familie. Der Roman beginnt noch im Zarenreich und spannt den Bogen quasi fast bis heute. Also ein ganzes Jahrhundert wird da beleuchtet. 7 Kapitel, in denen jeweils ein neues Familienmitglied vorgestellt wird und deren Leben begleitet wird, wie sie ringen darum, sozusagen ihre persönliche Freiheit in irgendeiner Form verteidigen zu können, wie sie sich das alles erkämpfen und erstreiten müssen, ihr Glück, ihr kleines Glück und wie abhängig sozusagen sie von diesen politischen Umgebungsvariablen sind. Und das ist also in wahnsinnig großen Bildern mit einer irren Sprache, Gewalt und so einer großen Erzähllust von der Autorin geschrieben. Die Herausforderung ist sozusagen, diesen sehr, sehr detailreichen, großen Roman eben zu adaptieren für die Bühne. Dabei sind wir gerade. Also es gibt eine Fassung, aber eigentlich beginnen viele unserer Proben, dass wir nochmal gemeinsam in dem Roman blättern und gucken, was ist sozusagen die Erzählung und was haben wir in der Fassung quasi draus gemacht, rausfinden, was sind das für Figuren, wie nähert man sich denen an, was erzählen wir als szenisch, was erzählen wir in der Erzählung, wann treten wir eben raus aus der Geschichte, eben dass auch Klang und atmosphärische Musik, teilweise auch georgische Lieder, dass das eine große Rolle spielen wird, auch als erzählerisches, narratives Element. Dass wir immer wieder jenseits sozusagen der Spots, die wir setzen, auch wie Vorgänge und große Bilder auf der Bühne aufsuchen müssen, um sozusagen die Zeit vergehen zu lassen. Also ich glaube, das Besondere wird sein, dass wir eben diese 100 Jahre, dieses Jahrhundert, das wir erzählen werden, eben mit 9 SpielerInnen zu erzählen, da so einen liebevollen Blick auf die einzelnen Charaktere zu werfen, dabei nicht die Härten, das darf ich auch nicht verschweigen, die Gewalt, die Einzelnen da ausgesetzt sind, mitzuerzählen und trotzdem die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich glaube, so würde ich es formulieren, das wird den Abend vielleicht ausmachen.